Ich bin Regine. Ich lebe in Berlin und ich dachte, ich mache jetzt auch mal ein Video. Nicht, dass ich jetzt nicht lange darüber nachgedacht hätte. Also wer mich kennt, weiß, dass ich das schon seit Jahren geplant habe, aber immer irgendwas dazwischen kam. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt endlich mal anfange oder nicht, weil es gibt so viele und überhaupt und braucht es da noch mich? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal eins. Und zwar gar nicht mal so unbedingt, weil ich da erhoffe, dass sich da Leute draufklicken und sich das angucken, sondern tatsächlich auch für mich als Gedächtnisstütze. Ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis und alle Listen, die ich mir mache, was ich wann, wo, wie, mit welcher Wolle ich gehandarbeitet habe, wenn ich die 3 Monate später zur Hand nehme und angucke, dann kann ich mich oft nicht mehr erinnern, weil ich die Sachen auch abgebe. Nochmal, ich bin Regine. Ich werde euch diverse Wolle, Nadeln, was nicht alles, Projekttaschen, eventuell Projekttasche, ich habe ja bis jetzt nur eine, in die Kamera halten. Also wird das eine Dauerwerbesendung. Das wollte ich mal vorab schicken. So, ja. Ihr kennt mich nicht, ihr werdet mich kennenlernen. Hin und wieder werde ich mal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Ich handarbeite, seit ich ein kleines Kind bin. Ich habe als Jugendliche extrem viel gestrickt. Meine Mutter war immer völlig verzweifelt und hat die Sachen hinter meinem Rücken wieder aufgeribbelt, damit ich die gleiche Wolle nochmal verstricken darf, weil einfach nicht so viel Geld da war, dass das gereicht hätte, um immer wieder neue Wolle für mich zu kaufen. Ich habe mich jetzt entschlossen, Videos zu machen oder zumindest jetzt erstmal ein Video zu machen, weil ich doch ein bisschen was anderes mache als andere Leute. Jetzt gar nicht mal von den Projekten. Also, oh Gott, ich werde wahrscheinlich diverse Sachen machen, die ihr schon vor Jahren gemacht habt, wo ihr sagt, oh Gott, jetzt kommt sie mit der ollen Kamelle an. Ja, das ist halt so mit den To-Do-Listen. Wenn man das nicht schafft, das irgendwie zeitnah abzuarbeiten, dann stapelt sich das auf. Wo fange ich denn mal an? Was habe ich jetzt gerade auf der Nadel? Ich bin auch eine derjenigen Personen, die begeistert der Sock Madness anhängt. Die läuft gerade, die zweite Runde läuft gerade. Und ich bin tatsächlich noch nicht weit, weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin. Bitte wundert euch auch nicht um die Umgebung hier. Ich habe eine mini winzige kleine Wohnung. Hier steht noch an der Seite das Früh, wie heißt das denn, Anzuchthäuschen, Frühjahrshäuschen. Das gehört eigentlich auf den Balkon. Es ist mir aber noch zu kalt draußen. Ich werde dann später auch besser Licht haben, wenn das nicht mehr da steht. Da warte ich noch ein bisschen, bis das rauskommt auf den Balkon und dann meine Pflanzen auch ein bisschen mehr Frischluft bekommen. Ich trage übrigens eine Mütze, weil mir oft kalt ist und meine Haare furchtbar aussehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich eine furchtbare Zeit hinter mir habe, furchtbaren Haarverlust hatte und jetzt wachsen die Haare so büschelweise nach und es sieht furchtbar aus. Ich war vor 2 Monaten beim Friseur, was ja momentan nicht einfach ist und hatte dann so eine Traube an Mädels um mich rum, die einfach mit den Haaren nichts anfangen können, weil die einfach noch zu kurz sind. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten und deswegen trage ich auch sehr gerne Mützen, auch wenn ich kein Mützengesicht habe. Das hier ist übrigens, weil mir dann auch wieder kalt war und der Hals so furchtbar aussieht, sollte vielleicht gerade mal ein bisschen die Kamera anders machen. Entschuldigung, das ist mein erstes Video, also seht es mir bitte nach. Das ist ein Stephen West oder nachgearbeitet von Stephen West. Ich hatte die Anleitung gekauft und angefangen zu lesen. Wo hatte ich denn angefangen? Hier. Ihr werdet das erkennen, welches das ist. Und dann war mir das einfach zu langweilig, weil nach dem zweiten Block wusste ich, okay, das funktioniert so und so. Und dann habe ich nicht mehr nachgelesen. Ich habe Fehler reingemacht noch und nöcher, aber ich brauchte dringend ein Schal oder ein Tuch, weil mir kalt war. Meine Güte, weil mir kalt war,
Ich habe jetzt 3 Monate außerhalb von Berlin gearbeitet, also weit weg im Süden, in Baden-Württemberg, und hatte natürlich nicht alle meine Sachen zur Hand. Hatte nur einen Verlaufsbobble mitgenommen, das ist 50% Polyacryl, 50% Baumwolle. Und brauchte irgendwie, dachte ich, brauche mal ein blaues Tuch, weil ich ja viel Jeans trage. Und habe dann dieses Tuch angefangen, aber es ist ein Verlaufsbobble, also immer eine Farbe wechselt, bis es dann letztendlich diese Farbe hier hat. Und damit ist dieses und viele andere Tücher, die man so hat, bei denen es auf den Fading-Effekt ankommt, eben nicht nachmachbar. Ich wollte auch unbedingt einen Brioche-Teil drin haben, und wenn man das halt mit nur einer Farbe strickt, dann ist links kraus gestrickt gleich aussehen wie rechts kraus gestrickt. Also habe ich hier einige Abschnitte. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Es sind auch Fehler drin ohne Ende. Ich habe dann, so rum ist das, ich zeige euch gerade die ganze Zeit die linke Seite. Kann man das so sehen? Also ich habe hier angefangen. Das ist, glaube, war ein Perlmuster. Und dann kommt praktisch immer ein Block dazu. Und dieser Block hat immer ein anderes Muster. Und wie gesagt, wenn man das eben einfarbig macht mit einer Wolle, die dann so übergeht, dann ist dann sind eben Blöcke mit Fading-Effekt sinnlos, weil das kommt einfach nicht raus. Also ich habe das anders gemacht und habe den mittleren Teil verkürzt, weil der Bobbel einfach nicht so viel Lauflänge hatte. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier hatte, vielleicht 760 Meter. Und man nimmt dann halt irgendwann wieder ab und strickt dann, bis man wieder zu Ende ist. Damit ist das ein kleines Tuch, also so ein kleiner Schal, der aber eben doch interessanter ist als ein normaler Schal, wo man immer nur stur vor und rückwärts strickt. Es ist ein bisschen abwechslungsreicher, wird halt in der Mitte breiter und dann zum Ende hin wieder schmaler. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, den zu stricken. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Es sind haufenweise Fehler drin, also bitte da nicht drauf achten. Ich habe das dann wirklich nicht mehr nach Anleitung gemacht. Ich habe das einfach so, wie ich dachte, wie ich es gerne haben möchte, weiter gestrickt. Ich habe das relativ sehr schnell gestrickt innerhalb kürzester Zeit, weil, ja, dazu komme ich dann auch noch ein bisschen ausführlicher. Ich ja sehr viele Strickspiele mitmache, und ja, ich glaube, das war für irgendein Quidditch-Turnier bei Harry Potter stricken oder wie auch immer, und das musste dann eben fertig sein, damit wir gewinnen und damit wir die Punkte bekommen. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich mich jetzt entschlossen habe, doch eben Videos zu drehen, weil ich sehr viele Strickspiele mitmache. Und ich gucke sehr wenig Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe erst kürzlich damit angefangen, nämlich als ich in Westdeutschland saß, keinen Fernseher hatte, abends am Stricken war nach der Arbeit und dann einfach irgendwie eine Beschallung auf die Ohren brauchte, Hörbücher dabei hatte, die hatte ich dann zu Ende gehört und bin dann auf die Idee gekommen, bei YouTube ein paar Videos zu gucken. Ich gucke gerne dieses Nachtcafé, ich gucke gerne irgendwelche Vorlesungen von Physik, Mathematik. Gibt es da so einige Sachen, die über YouTube aufgenommen sind, und ja, irgendwann habe ich dann Vorschläge bekommen weil ich sehr viele Tutorials gucke, und da wurden mir dann Vorschläge gemacht für YouTube Podcaster, die eben stricken und häkeln, und habe dann mal hier reingeguckt und mal da reingeguckt. Also ich kenne bei weitem nicht alle, ich kenne bei weitem nicht viele. Ich gucke teilweise Podcasts, die sind weit über ein Jahr alt, wobei mir das dann auch nicht sehr viel hilft, wenn mir dann da eine halbe Stunde wunderschön gefärbte Stränge in die Kamera gehalten werden, weil die sind natürlich bis dahin, bis ich das gucke, nicht mehr erhältlich, nicht mehr käuflich. So, aber zurück. Also momentan läuft die Sock Madness, deswegen bleibt momentan alles andere liegen. Bei Harry Potter stricken ist momentan auch gerade Pause, ein Break Month.
Das kommt mir natürlich sehr gelegen, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe für die Soft Madness. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Ich bin noch nicht allzu weit. Es ist eine Socke mit Perlen. Und ich hatte in Westdeutschland nur diese Perlen mit. Und diese Perlen. Da ist eine zweite andersfarbige mit drin. Es ist ein kleines Lace-Müsterchen. Das eben, hier ist nochmal eine Brioche-Linie mit kleinen Zöpfen, der Matrix-Technik nachempfunden. Das Ganze ein bisschen aufgepeppt durch die Perlen. Das ist Chart 1. Ich habe jetzt gerade erst mit Chart 2 angefangen, weil ich auf beide Socken gleichzeitig stricke. Und jetzt hätte ich natürlich Chart 2 mit den Perlen weitermachen können, auch den Fuß beperlen können. Das wollte ich auch. Aber wie man sieht, das ist noch alles, was übrig ist. Und ich habe von dieser Farbe tatsächlich mal ausnahmsweise nur eine Packung gekauft. Von vielen anderen habe ich mehrere Packungen. Ich habe einfach die falschen mitgenommen nach Westdeutschland. Und ja, also die Alternative wäre gewesen, dass ich eine Woche später anfange. Das wollte ich nicht, weil es schon Runde 2 ist. Also habe ich damit angefangen. Ich habe jetzt mal durchgezählt. Ich würde nicht mal den zweiten Chart beperlt bekommen. Es fehlen mir 30 Perlen. Man glaubt es nicht, aber es stecken doch recht viele Perlen da drin. Ja, also es bleibt mir nichts anderes übrig, als Chart 2 jetzt ohne Perlen zu stricken, den Fuß ohne Perlen zu stricken. Und der Vorteil ist natürlich, dass es ab jetzt etwas schneller gehen wird, weil dieser Part hat sehr, sehr lange gedauert. Allerdings auch bedingt dadurch, dass ich halt eben noch gearbeitet habe. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub und bin jetzt zu Hause und eben eine lange Zugfahrt über Nacht hinter mir hatte und wollte im Zug nicht stricken, weil ich bin so ein Schussel, ich verliere, also mir rutschen die Perlen ständig aus den Händen. Also ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit ich verdödel, indem ich auf dem Teppich, auf Arbeit oder jetzt hier auf dem Fußboden rumrutsche und irgendwelche Perlen suche, die mir runtergefallen sind. Ich bin halt so ein Trottel. Sehr schön ist auch, dass hier oben so ein Perlrand ist und dieses Mal, wie gesagt, auch wirklich so, dass die Zwischenmaschen nicht sich auflösen können. In der letzten Sock Madness oder in der vorletzten hatten wir eine Socke gestrickt, bei der wir auch einen provisorischen Anschlag gemacht hatten, den wir dann aufribbeln mussten. Und da guckten dann eben oben die Maschen, das war eben dieses Zackenrändchen. Diese Socke löst sich bei mir jetzt von oben auf. Also irgendwie ist das blöd. Deswegen bin ich begeistert, dass das hier nicht so ist. Das kann sich nicht aufribbeln, das bleibt so. Und ich muss jetzt den zweiten Chart stricken, dann die Ferse, dann den Fuß und dann zeige ich euch die sicherlich nochmal, wenn ich ein zweites Video machen sollte, wie sie aussieht, wenn sie komplett fertig ist. Das war Runde 2. Jetzt lasst mich mal gerade gucken. Ich hatte mir irgendwo Runde 1 und Runde und die Qualifizierung. Ach, da hinten. Die Qualifikationssocke hingelegt, falls euch das interessieren sollte. Ich war ja zum dritten Mal in Westdeutschland und nicht zu Hause, konnte also auf meinen Stash nicht zurückgreifen. Hatte aber dort Gott sei Dank einen Aldi und der hatte gerade Wolle. Also habe ich mir Wolle von Aldi gekauft. Das war die Qualifizierungssocke. Jetzt hätte ich mir natürlich auch meinen Plastikfuß hinlegen können, damit ich die mal ein bisschen besser zeigen kann. Das ist sozusagen eine, kann man das sehen, auch mit Perlen. Also ich glaube, diese Sock Madness ist wirklich eine Sock Madness der Perlen. Immer zwei so in der Mitte von den Blümchen. Was hier sehr schön ist, hier an der Seite war so eine Art Kaffeebohnenmuster. Ups. Wo ist es denn hier als Abgrenzung? Was dann eben hier so. Ach ja, und die Ferse war so eine Zunahmeferse. Brech mir einen ab. Und der Zwickel ist dann am Fuß unten.
im Zentrum, Gott, zu sehen. Und diese an der Seite weitergeführten zeigen, weitergeführten Kaffeebohnen führen dann bei der Spitze in ein Muster. Ja, werden dann hier sozusagen als Kaffeebohne ohne Loch in der Mitte weitergeführt. Das ist wie gesagt Aldi Wolle Süd. So sieht das dann aus. Und eben durchgeblümt mit Perlen bis zum Schluss. Mal die Ferse. Hier die Abnahmen vom Zwickel. Und die Ferse, die sitzt. Ich habe Schuhgröße 38, 39 und hatte bis jetzt Glück, dass mir die Socken tatsächlich, bis auf eine, die hat ein bisschen Spiel am Fuß, aber das war eine Stranded, da habe ich zu spät die Nadelstärke gewechselt. Aber ansonsten haben mir die Socken immer sehr gut gepasst. Hier ist Socke Nummer 2 dazu. Ich muss alles ein bisschen in Plastiktüten packen. Bei mir. Das hier war dann Socke in der ersten Runde von einer deutschen Designerin, die bei der Sockenwette immer mitmacht. Ein Herzchen. Und ein Baumstamm, der dann bis vorne an die Spitze und dann kommen die Wurzeln sozusagen. Die Äste von dem Baum und in der Mitte eben dieses Herzchen. Ich habe die Socke so gestrickt, wie sie jetzt hier ist. Das heißt sehr viele linke Maschen. Man strickt ja eigentlich rechts nur die Äste, die sich verzweigen. Alles andere inklusive der Ferse, die nicht verstärkt ist, ist links gestrickt. Es gibt eine rechte und eine linke Socke. Das heißt, das Herz ist nur auf einer Seite, die andere Seite sieht so aus. Und dementsprechend gibt es eine Socke, die anders ist. Eine rechts. Eine links. Das zieht sich immer rein. Das ist ein bisschen blöd. So zu sehen vielleicht. Das war natürlich auch wieder das Trickige dabei, dass man tatsächlich rechte und linke Socke stricken musste, was leider bei einigen Leuten wieder nicht so wirklich ankam und damit in der ersten Runde schon zum Ausschluss geführt hat. Es gab dann noch einen zweiten Chart. Da konnte man die Inside Out stricken. Da wäre dann sozusagen, hätte man dann rechts gestrickt und hätte man die Zöpfe dann, wartet mal, das hätte dann so ausgesehen. Ich habe einfach sofort angefangen und links gestrickt, weil ich mit linken Maschen nicht so die Probleme habe wie offenbar viele andere Menschen. Es sieht natürlich nicht so regelmäßig aus, aber es ist tatsächlich so, wenn ich die anziehe, dann sieht man die Unregelmäßigkeit nicht mehr, weil ich hatte ganz dolle Straßen, wie man hier sieht, ne? Ich habe halt doch auch schon ältere Hände, bin Mitte 50 und habe Arthrosen in den Fingerknöchelchen und seitdem habe ich leider auch Straßen. Aber wenn man die anzieht, dann dehnt sich das und dann sieht man die Straßen nicht mehr. Also seid nicht immer so kritisch mit euch, sollten da irgendwo Leitern sein, einmal gewaschen, angezogen und man sieht es nicht mehr. Ich habe mich dann bei der zweiten, also da habe ich tatsächlich erst die erste Socke gestrickt, damit ich mit den Charts nicht verkomme, weil ja eben rechte und linke Socke gestrickt werden sollte. Und man hätte dann die zweite Socke Inside Out stricken können, das heißt einfach tatsächlich rechts und die Zöpfe links, so wie ich gerade gezeigt habe. Und dann saß ich wirklich tagelang und habe mir den Kopf zerbrochen. Wenn ich eine rechte Masche mache, wenn ich eine rechte Socke stricken muss und eine linke Socke stricken muss, wie muss dann, wenn ich das Inside Out stricke, in welche Richtung müssen dann die Zöpfe verlaufen? Natürlich stand über dem Chart rechte Socke, linke Socke, aber ich wusste dann nicht,
ob das mit berücksichtigt ist, wenn ich jetzt von der linken Socke auf die Inside-Out-Socke wechsle, ob dann rechts gleich links ist oder wie das aussieht. Oh, fragt mich nicht. Ich hatte so einen Knupf in meinem Hirn. Ich bin eigentlich normalerweise nicht so unbegabt, was so logisches Denken anbelangt. Aber unter Druck, schnell, 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 es muss vorwärts gehen. Es kommt ja dann auch noch drauf an, wo die Ferse hinkommt. Ich habe dann noch meinen Ex-Freund gefragt, der eigentlich auch alles andere als dumm ist, und er war dann anderer Meinung als ich, und das hat mich dann nochmal völlig verwirrt. Und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich habe die erste Socke links hinbekommen, ich werde auch die zweite Socke links hinbekommen, scheiß darauf, dass es vielleicht schneller geht, wenn ich rechts stricke. Ich mache die jetzt einfach auch links. Dann brauche ich vielleicht 2 Tage länger, weil links stricken dauert schon länger als rechts stricken. Also das ist einfach so, ja. Aber ich habe dann, und es sieht halt nicht so schön aus. Also das ist irgendwie, also ich kann links nicht so, wenn ich links glatt links stricke, sieht es halt nicht so schön aus wie glatt rechts. Aber ich wollte dann auf Nummer sicher gehen und habe dann einfach die zweite Socke genauso gestrickt wie die erste. Damit wusste ich tatsächlich, es läuft jetzt gegenläufig, es stimmt, es wird eine. Ich glaube, ich habe mit der linken Socke zuerst angefangen. Es wird eine rechte Socke werden und die passt dann zur linken. Eingeschickt und abgeschickt. Und ich weiß gar nicht, was das Problem war. Es waren wieder irgendwelche Leute, die relativ neu dabei waren. Die dann nicht weitergelassen worden sind, weil sie, es ist so, wir kriegen die Anleitung und müssen die Anleitung arbeiten, aber wir kriegen die Anleitung in einer Mail, und in dieser Mail steht drin, was die Mindestanforderungen sind. Und da steht manchmal auch drin, ihr müsst das anders stricken, als es in der Anleitung beschrieben ist, das ist uns wichtig. Oder es steht eben drin, ihr müsst hier die und die Reihe so und so oft nochmal wiederholen als Mindestanforderung, oder ihr müsst an der und der Stelle dies und jenes machen. Und das steht dann oft in der Anleitung so nicht drin. Und deswegen für Leute, die Sock Madness das erste Mal mitmachen oder zukünftig vorhaben mitzumachen, es ist nicht nur wichtig, dass ihr genau lest, was in der Anleitung steht, sondern es ist auch wichtig, dass ihr immer im Hinterkopf habt, was stand in der Mail, was war wirklich von den Admins, von den Moderatoren wirklich als Mindestanforderung oder als besondere Anforderung verlangt. Das darf man nicht vergessen. Und leider war das hier wieder so, dass es wohl doch Leute gab, die da was vergessen haben und die dann in der deutschen Gruppe frustriert geschrieben haben. Das war aber nirgends so erwähnt, doch in der Mail, die man halt nicht vergessen darf, die man tatsächlich auch mit berücksichtigen muss. So, was habe ich noch gemacht außer diesem Schal und den Socken von der Sock Madness? Ich hätte jetzt mal nachgucken können, wie der Pulli ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Pullover gestrickt. Seht ihr den? Natürlich oben angefangen. Also ich wollte den unbedingt machen. Der ist übrigens ganz weich und ganz warm. Der ist aus der Yakino Sport. Mit dreifädig 75% Schurwolle, Merino Superfein, 25% feinste Jackhaare. Nadelstärke 4 bis 5, ich hatte Nadelstärke 4. Und auffällig weich, High Twist, kuschelig warm. Das kann ich nachvollziehen, das ist das von Wollexklusiv. Von Wollexklusiv verstricke ich sehr viele Sachen. Das ist eine Handfärberin, für die ich auch mal arbeiten durfte. Weshalb ich diesen Pulli unbedingt machen wollte, ist, es ist ein Stranded-Muster. Kombiniert mit einem Zopfmuster
kombiniert, wie man das hier oben schon sehen kann, mit einem Rechts-Links-Muster, das dann zum Beispiel hier im Stranded auch mit drin ist. Damit bekommt dieser Teil eine 3D-Struktur. Und dann ist der Body eben nicht langweilig rechts, so wie die Ärmel, sondern er hat auch nochmal ein Rechts-Links-Muster kombiniert mit Zöpfen. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe mehr Maschen genommen und unter dem Arm mehr Maschen genommen. Hier ein bisschen länger gestrickt, weil bei der Maschenprobe war nur angegeben, wie viele Maschen man für 10 cm braucht. Es war aber nicht angegeben, wie viele Reihen man auf 10 cm braucht. Ich habe für 10 cm in der Breite mehr Maschen gebraucht und auch mehr Reihen. Deswegen habe ich hier unten noch ein paar mehr Reihen gestrickt. Hier dann schon mit dem Strukturmuster angefangen, damit hier nicht so viel Platz dazwischen ist. Hatte auch lange überlegt, ob ich doch einen Zopf hier noch mitlaufen lasse, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, vielleicht wird es einfach zu viel. Hier unten folgt dann wieder ein Rechts-Links-Muster, gefolgt von dem Stranded-Teil und ein längeres Bündchen. Hier auch nochmal, hier dazwischen ist auch nochmal ein Rechts-Links-Muster. Und dann wieder der Stranded-Teil und das längere Bündchen. Er ist eigentlich ein hüftlanger Pulli. Ich wollte ihn auch ein bisschen länger haben, deswegen habe ich ein bisschen länger gestrickt, weil ich auch eine Wolle hatte, war das überhaupt kein Problem. Das ist handgefärbte Wolle. Eigentlich wäre das bei der Anleitung beige gewesen und das Blau etwas dunkler. Diese Yakino-Wolle hat aber das Dunkelblau nicht so angenommen, deswegen ist das etwas heller Blau geworden. Ich finde aber, es ist trotzdem schön, dass hier ist ein bisschen Mintfarben und der Pulli heißt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Fossweien wird es geschrieben. Ich verlinke es unten. Er kam damals raus und ich habe ihn spontan gekauft, weil es Prozente darauf gab. Einfach weil diese Kombination zwischen Stranded-Teil, Zopf und Rechts-Links-Muster, das war so das, was ich dachte. Ja, das muss ich haben, das will ich machen. Das ist das, was ich gerne machen möchte. Vor diesem Pulli habe ich auch einen Pulli gemacht. Das ist der Nightbook. Der gefällt mir eigentlich viel besser als der Fosswein. Der ist aus Merino One, auch von Wollexklusiv gemacht. Und ein Pulli. Hier hat er noch am Arm ein Müsterchen, was gegenläufig ist. Also auf der anderen Seite läuft die Zacke anders lang. Den habe ich, glaube ich, mit Dreiern oder Dreieinhalbern gestrickt. Das Bündchen ist doppelt. Ach Mann. Jetzt hat sich draußen die Sonne verabschiedet und schon hat sich eine Wolke davor geschoben und schon sieht es anders aus. Der war sehr einfach zu stricken. Da habe ich sehr viele Hörbücher nebenbei gehört, weil das so logisch war. Also man konnte dann in 0, nix auch das Muster auswendig. Das hat sich dann auch einfach ergeben. Und hinten ist er, hat er diese Ecke nicht. Hinten ist er so. Ohne diese. Ohne diese zwischen. Und hat hier oben verkürzte Reihen, damit es hier oben ein bisschen besser sitzt. Bei dem anderen Pulli sind die verkürzten Reihen nach dem Yoke. Finde ich jetzt nicht ganz so schön. Also hier finde ich schöner. Aber das war der erste Pulli, den ich seit Jahrzehnten gemacht habe. Und auch da hätte ich hingehen sollen und hätte einfach unterm Arm, ich hätte eine Größe größer stricken sollen. Nicht, weil es nicht passt. Ich habe große Probleme, mich selber auszumessen. Mache ja dann ein Bündchen. Also diese beiden Pullis wurden jetzt gemacht im Rahmen des Owl-Strickens bei Harry Potter. Das heißt, ich habe für beide 2 Monate Zeit gehabt und man muss das anmelden und bei der Anmeldung muss man die Wolle zeigen, die muss vollständig vorhanden sein und man muss ein
ein aussagekräftiges, aussagekräftiges Muster gestrickt haben. Das heißt also nicht nur jetzt die Maschenprobe glatt rechts, sondern auch ein Teil vom Muster muss schon zu sehen sein. Das Ganze muss gewaschen und geblockt sein. Das war also das erste Mal in meinem Leben, dass ich, oder sagen wir mal, seit 40 Jahren das erste Mal, dass ich wieder Musterläppchen gestrickt habe. Also so Probeläppchen. Und das erste Mal in meinem Leben, dass ich diese Probeläppchen gewaschen und geblockt habe. So, und dann kann ich messen, wie ich will. Ich habe, wenn ich dreimal messe, drei unterschiedliche Ergebnisse. Dann habe ich Probleme, meinen eigenen Körper zu messen. Und das dritte Problem, was dann ist, ich stricke unglaublich fest. Und ich habe hier etwas lockerer angefangen und habe dann hier unten angefangen, wieder festzustricken, wie wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Mit dem Ergebnis, dass der da unten wesentlich satter sitzt als hier oben. Ich habe ihn jetzt noch nicht gewaschen. Ich werde ihn noch waschen und blocken, in der Hoffnung, dass die Wolle noch ein bisschen nachgibt, damit sich das beim Tragen nicht ganz so spannt. So, also Nightbook Merino One von Wollexklusiv, schwarz und Butternut-Färbung. Beides zusammen ergibt den Effekt, dass man denkt, das hier sei dunkelbraun, ist es aber nicht, es ist schwarz. Und Butternut ist halt so ein bisschen ja, gelblich mit braun, dunkelgelben, also man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, die Farbe. Es kommt schon so ungefähr hin, wie ihr es jetzt seht. Wie gesagt, der ist noch nicht gewaschen, deswegen sehen die Maschen auch so unschön aus. Aber ich war einfach begeistert, als ich diesen Pulli gesehen habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Anleitung ist Hammer. Ich werde es unten verlinken. Und auch diesen Pulli habe ich noch bei keinem Podcast. Ich habe nicht viele Podcasts geguckt. Also solltet ihr die alle schon kennen. Sorry, es tut mir leid. So, ja, sehr viel mehr kann ich eigentlich auch gar nicht zeigen, weil ich sehr viel gearbeitet habe und weniger Zeit hatte zum Stricken. Und wie gesagt, auch sehr langsam geworden bin beim Stricken. Ich habe aber vor, noch eine Sondersendung zu machen. Da werde ich euch ein bisschen was über meine ganzen Abos erzählen. Ich muss nur mal Probestränge rauslegen, damit ihr die Unterschiede zwischen den Färberinnen seht. Ich finde das immer wieder raffiniert und toll, dass es so viele unterschiedliche Färberinnen gibt. Im Grunde sind das alles mehr oder weniger die gleichen Farben, die verwendet werden, aber jede setzt die Farben anders ein. Hat eine andere Art, die Stränge zu gestalten, und ich habe da ganz tolle Sachen. Von daher möchte ich euch das dann gerne zeigen. Projekttasche besitze ich nur eine. Mache ich ein bisschen zu schnell, wahrscheinlich, ne? Das ist diese. Es ist ein kleines Täschchen, weil ich halt hauptsächlich Socken gestrickt habe über Jahre. Ich habe dieses Pulli-Stricken jetzt erst wieder entdeckt über das Harry Potter-Stricken. Ich musste diese Tasche unbedingt kaufen. Früher dachte ich immer, wozu braucht man Projekttaschen? Die kann ich in eine Plastiktüte packen oder in einen Beutel. Ist doch gar kein Problem. Aber als ich die Tasche gesehen habe, hier ist sie ein bisschen breiter, hier ist sie schmal. Das heißt, sie ist ein bisschen asymmetrisch, ne? Läuft hier dann eben breiter und hier schmal zu. Mir haben die Farben gut gefallen, einfach auch das Muster finde ich hammermäßig. Und was mir bei dieser besonders gut gefiel, der Reißverschluss ist grün, das passt zu dem Grün hier unten. Und dieser Schnupsel, diese Ziehlasche ist lilafarben, so blasslila bläulich. Das passt wieder zu der Farbe hier so unten. Innen ist sie einfarbig. Sauber vernäht, wirklich absolut top vernäht, muss man ehrlich sagen. Ganz klasse gemacht. Es ist dazwischen auch ein Vlies, das heißt, es ist ein bisschen dicker. Und jetzt, wo ich doch ein bisschen häufiger reise, weil ich mal hier und mal dort arbeite, ist das super toll, um hier Socken, Wolle mit allem, was man braucht, Maßband, Maschenmarkierer, wobei ich als Maschenmarkierer in der Regel sowas hier verwende, weil, huch, hier hängt noch eine Nadel dran, weil ich mich mit den Metallenen, die sind wunderschön, wunderbar, mit den Metallenen, oder besonders gerne habe ich auch diese hier, diese kleinen Klemmerchen, mit den Metallenen, die ziehen mir immer Fäden. Und da ich viel mit gefachtem Garn arbeite,
ist das echt lästig, wenn ihr dann ein Fädchen davon so einen halben Meter rausgezogen habt, nur weil da ein metallener Maschenmarkierer drin hängt. Deswegen nutze ich die für andere Sachen, aber nicht mehr als Maschenmarkierer. Ja, das kann man hier alles reinstopfen und dann schön zumachen und dann nimmt das nicht sehr viel Platz weg im Koffer oder im Rucksack. Ich bin meistens mit Rucksack unterwegs. Und man hat eigentlich, ob jetzt Perlen, kleine Schere, verschiedene Stricknadeln, die ich meistens in diesem, weil ich mit Holzstricknadeln stricke, das hier ist ein bisschen fester, das zerbricht mir die nicht. Ja, oder mit anderen Sachen eben unterwegs bin. Es passt hier alles rein und damit ist es sauber aufbewahrt. Diese Tasche ist von der Wollust von Birgit Freier genäht. Sie hat immer mal wieder Projekttaschen. Ich werde mir sicherlich auch irgendwann mal eine größere von ihr holen, weil ich jetzt doch wieder größere Projekte mache und mehr durch die Gegend fahre. Und dann hat sich das doch ganz gut bewahrheitet oder bewährt. Was ich nicht so mag, sind diese Plastiktaschen oder diese Stofftaschen mit unten diesem Kunstleder. Ich brauche jetzt, also ich habe eine mini winzige Wohnung. Ich hätte hier gar nicht Platz, um haufenweise Taschen irgendwo zu stapeln. Will ich auch gar nicht. Ich habe tatsächlich über die Strickspiele einen Weg für mich gefunden, nach Jahrzehnten, in denen ich nur UFOs produziert habe, nur endlich mal wieder Sachen zu Ende zu stricken. Das erste Strickspiel war die Sock Madness. Da kommt man halt nicht weiter, wenn man die Socken nicht zu Ende strickt. Da ist mir auch das erste Mal wieder bewusst geworden, wie schnell ich eigentlich Socken stricken kann. Und wie lange ich für ein Paar brauche. Und nach der Sock Madness bin ich dann in ein Loch gefallen. Also die Tour de Sock habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Aber es gibt diverse andere Strickspiele. Und das ist für mich als Mensch, der Disziplin wirklich hasst, also dieses Wort Disziplin hasst, das löst bei mir inneres Erbrechen aus, waren diese Strickspiele tatsächlich die Möglichkeit, mit viel Spaß an der Sache zu bleiben, mit viel Spaß Sachen zu beenden. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich rechne hier jetzt wild die Punkte zusammen, die ich bekomme und so. Aber es ist ein vollkommen anderer Austausch, als es bei einem Kall jemals gewesen ist. Muss allerdings sagen, ich bin bei Instagram bei keinem Kall dabei. Ich bin bei WhatsApp in keiner Strickgruppe mit Kall, sondern ich habe hauptsächlich Kalls über Facebook gemacht und da ist es halt so, es gibt ein Monatsmuster oder wie auch immer. Es wird ein Kall ausgerufen, alle fangen an zu stricken. Das ist überhaupt gar kein Austausch, sondern ja, dann gibt es ein Album, da kommen die fertigen Sachen rein, egal wann man fertig ist. Das hat meistens dazu geführt, dass die Sachen bei mir irgendwann in der Ecke gelandet sind, zumal ich dann auch eben nicht bei einem Kall, sondern es gab dann immer mehr Kalls und natürlich wollte ich bei allen mitmachen. Für manche musste ich dann auch Wolle kaufen und bis die dann da war, waren alle anderen schon fertig und dann habe ich gar nicht mehr angefangen. Ich habe auch einen riesen Stash. Ja, jedenfalls sind für mich die Strickspiele und da gibt es einige, darüber werde ich euch berichten. Was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Ich habe mir noch ein bisschen was hier hingelegt. Wie viele Minuten haben wir? 38. Das werde ich euch noch zeigen. Es gibt zum Beispiel auch Strickspiele, Socken-Bingo. Ich habe noch nie ein Bingo geschafft, aber es macht einfach Spaß zu gucken, welche Muster habe ich, was könnte denn dazu passen, welche Wolle habe ich, ach Mensch, das könnte für dieses und für jenes Feld passen. Also stricke ich die mal, poste die und streiche dann die Felder durch. Es ist verrückt, aber für mich ist als Spielkind sowas durchaus hilfreich. Und dann gibt es natürlich noch, jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg, die vielen Abos. Ich zeige euch jetzt mal die Wolle vom Abo von Opal von März. Das müsste, jetzt haben wir Mitte April, na nicht ganz, den 13. April. Es müsste wirklich inzwischen jeder dieses Abo bekommen haben. Also die Gefahr, dass ich jetzt jemanden spoiler, dürfte eigentlich nicht sein. Es gibt immer sechs Knäule.
Natürlich in der üblichen Opalfärbung. Und das sind halt oft streifenbildende Wollknäule. Es sind immer 6 Stück. Die Farben kommen relativ gut rüber. Für mich ist halt als Spielkind auch wichtig, dass ich mal eine Überraschung habe im Leben, eine kleine Freude. Das Ganze kostet 35 € und. Und es wird 6-mal im Jahr kommt eine Lieferung. Im Dezember ist dann immer noch ein Wollstrang dabei von einer dreifädigen mit Nylon. Ja, und was ich sehr toll finde, ist halt, ich kann euch die nochmal alle einzeln zeigen, diese Wolle erscheint dann irgendwann in irgendeinem Thema. Oh Mann, Sonne kommt sofort wieder, draußen sind ein paar Wolken am Himmel. Und das hier ist zum Beispiel keine streifende Wolle, das ist eine sehr unruhige Wolle. Sowas gab es auch mal so ähnlich bei Junghans damals, da habe ich auch eine Wolle von. Das ist mir so früher, erinnert mich an Hyazinthen. Wobei man natürlich mal das Gefühl hat, Mann, die hatte ich doch schon mal, die hatte ich doch schon mal, ja, und dann sind es ein bisschen Unterschiede. Also ein bisschen Unterschiede sind immer. Das ist so Flieder und Blau. Und so ein Hellflieder dazwischen. Und dann noch eine. Die finde ich auch ganz raffiniert, weil hier so Grüntöne dazwischen sind, zwischen dem Roten. Ich habe das Opal-Abo seit mehreren Jahren, so seit 5 oder 6 Jahren, und habe dann irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, vor einem Jahr oder so, entdeckt, dass es auf Ravelry da auch eine Gruppe dazu gibt. Und da wird die Musterschlacht geschlachten, gefochten. Das ist ein Strickspiel, wie kann es anders sein? Und da geht es eben um das Opal-Abo. Es werden, wenn das Opal-Abo da ist, 3 Knäule ausgesucht. Wir dürfen dann abstimmen von den 3 Knollen, welches Knoll wir gerne verstricken möchten. Dieses Mal hat dieses hier gewonnen. Und dann meldet man sich an mit einem Muster. Und jedes Muster darf nur einmal gestrickt werden. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Muster ausgesucht habe und das macht aber jemand anders schon, dann muss ich halt mir ein anderes Muster aussuchen. Ein einziges Mal dürfen dementsprechend aus Stinos gestrickt werden, also stinknormale Socken glatt rechts. Alles andere müssen Muster sein. Und das finde ich ganz raffiniert. Das finde ich ein ganz klasse, eine tolle Idee von einem Strickspiel, weil Opalwolle bildet in der Regel immer Blöcke, so Blockstreifen. Und dann kann man sehen, also wenn 30 Leute oder 40 Leute oder 50 Leute teilnehmen, dann hat man sozusagen, alle haben dieses Knäuel. Es muss mit dem gleichen Knäuel gearbeitet werden. Also entweder muss man das Opale-Abo haben oder man muss dieses Knäuel eben irgendwie ertauschen. Es gibt auf Facebook auch jemanden, der die einzeln verkauft in einer geringen Menge. Und auch dort gibt es Tauschgruppen, wo man dann eben gegen andere Knäule so eine Opal-Abo-Wolle mal ertauschen kann. Von Leuten, die eben bei der Musterschlacht nicht mitmachen wollen. Und dann wird sozusagen mit 30 oder 40 oder 50 oder wie viele Leute es auch immer sind, unterschiedliche Muster damit gemacht. Das heißt, man sieht auch, wie ein Muster sich verhält, wenn man es mit streifender Wolle strickt. Und ich finde das genial. Also absolut genial. Das sind Socken dabei. Das ist wirklich der absolute Hammer, dass man denkt, bei der nächsten Wolle, die ähnlich streift, mache ich dann dieses Muster, das ich bei der und der gesehen habe. Weil es ist immer wieder interessant. Und ich finde es halt eine geniale Idee, eine tolle Werbung für Opal, weil man eben auch sieht, was kann man überhaupt alles mit dieser Wolle so anstellen. Ich werde euch mal ein paar Socken für das nächste Video raussuchen, die ich mit im Rahmen dieser Musterschlacht gemacht habe, weil ich teilweise diese streifende Wolle auch vollkommen anders uminterpretiert habe. Man darf
eine zweite Farbe dazu nehmen. Allerdings sollte die nur wenige Prozent der Socke ausmachen. Ich habe dann auch quergestreifte Socken gemacht. Ich habe Socken gemacht, mit denen ich sozusagen das Muster oder die Musterbalken habe bestimmen lassen durch den Verlauf der Farbe. Also man kann da ganz kreativ unterwegs sein. Und das ist natürlich genau entgegengesetzt der Kals, die es sonst gibt mit Sockengeschichten. Da strickt jeder dasselbe Muster und jeder nimmt irgendeine andere Farbe oder irgendeine andere Wolle. Und hier ist es genau umgekehrt. Alle haben die gleiche Wolle, aber eben die Muster sind alle unterschiedlich. Ja, das hat schon angefangen. Aber dann kam Runde 2 und wenn ich weiterkommen möchte nach Runde 3, muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ich muss allerdings gestehen, ich bin in der langsamsten Gruppe. Gut, ich gehe auf die 60 zu und arbeite und habe diverse Einschränkungen, sage ich jetzt mal so. Ich habe das denen erklärt und die haben mich damals dann in die langsamste und dann in die drittlangsamste Gruppe gesteckt. Und dieses Jahr dachte ich, oh shit, letztes Jahr habe ich es ins Halbfinale geschafft. Und da dachte ich, jetzt haben sie mich in eine andere Gruppe gepackt, weil jetzt dieses Jahr bin ich in der Gruppe M bei der Sock Madness. Aber wer das Ganze beobachtet, dem muss inzwischen auch klar geworden sein, dass Semi irgendwie die Gruppen anders eingeteilt hat, also anders verteilt hat. Gruppe M ist, glaube ich, die langsamste Gruppe. Ist mir aber ganz recht, damit habe ich ein bisschen mehr Luft und muss also nicht Tag und Nacht gleich in den ersten Runden an der Socke hängen, sondern ich kann mir auch eine Auszeit nehmen. Also ich muss das nicht ganz so streng. Ich kann noch einkaufen gehen nebenbei. Ich kann noch ein bisschen was anderes machen. Ich muss jetzt nicht, wie ich es damals bei der beim Halbfinale gemacht habe, wirklich die ganze Nacht durchgearbeitet. Leider, wie gesagt, sind das dann jetzt die letzten Perlen, die ich verwendet habe. Es geht dann jetzt ein bisschen schneller. Und ich wünsche natürlich allen Mitstreitern an dieser Stelle noch viel Spaß. Wahrscheinlich seid ihr alle schon fertig. Und es tut mir immer für die Leute leid, die in der schnelleren Gruppe sind und die dann leider ausscheiden, während in der langsamsten Gruppe noch unendlich viele freie Plätze sind. Aber denkt daran, es ist ein Spiel. Und es soll Spaß machen. Nehmt das nicht so bierernst. Es ist ein Spiel. Und nächstes Jahr kommt das nächste Spiel. Und von daher, habt einfach Spaß beim Stricken. Freut euch über diese wunderschönen Muster, die ihr bekommt. Ich bin immer von den Sock Madness Mustern absolut begeistert. Ja, und das war jetzt erstmal das, was ich fürs erste Video vorbereitet hatte. Ich hoffe, es hat einigermaßen angenommen. Aufgenommen. Ich freue mich über jedes Däumchen nach oben, über jeden Kommentar. Offensichtlich habe ich eine Menge Hater im Netz. Keine Ahnung, wie ich dazu komme. Die dürfen natürlich auch den Daumen runter benutzen. Kein Thema. Ich muss mir das jetzt erstmal selber ansehen, ob das was geworden ist. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Strickzeit. Bleibt bitte alle gesund. Die, die krank sind, werdet gesund. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ich drücke die Däumchen. Und dann sage ich erstmal Tschüss von dieser Seite. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.